Liebe Zuschauer, nun endlich ist es soweit. Seit Monaten haben wir gewartet, bis wir über das Buch von Thomas und Mr. X sprechen können. Heute geht es um Inside Corona, die Pandemie, das Netzwerk und die Hintermänner. Und vor allem sprechen wir über die wahren Ziele hinter Covid-19. Das alles jetzt in einem Gespräch bei Steinzeit. Hallo Thomas, ich grüße dich. Endlich ist es soweit. Wir dürfen und können über dein Buch sprechen. Servus. Ja, mal gucken, wie wir das hinkriegen. wollen wir jetzt sehen, dass wir einen Fehlversuch hatten? Das ist Take Nummer 2. Beim ersten haben wir gemerkt, das ist gar nicht so einfach, das Ganze in ein Gespräch zu packen, was du in vielmonatiger Arbeit alleine in ein Buch gepackt hast. Aber wir werden es schon hinkriegen. Lass uns doch an den Anfang zurückspringen. Und zwar, wie bist du denn an dieses Buchprojekt gekommen und vor allem, wer ist Mr. X? Also der Name ist ja klar, er möchte quasi anonym bleiben, aber wie bist du in die Zusammenarbeit mit Mr. X gekommen? Ja, ich habe ja Anfang letzten Jahres, also Anfang 21, das Buch Abhängig beschäftigt geschrieben über die Macht von NGOs, Stiftungen und so weiter im Westen. Und wir hatten in irgendeiner Tacheles-Sendung mal ein Thema und da habe ich eine NGO erwähnt, eine Stiftung, die mir irgendwie aufgefallen war, aber wo ich noch nichts wusste, die kam mir irgendwie verdächtig vor. Die hieß Open Philanthropy. Das hatte ich in der Tacheles-Sendung mal so nebenbei gesagt. Und dann kriegte ich eine Mail von einem Leser und der sagte, oh, Sie haben da Open Philanthropy erwähnt, da hätte ich Informationen, sind Sie interessiert? Ich habe gesagt, klar. Und dann schrieb er zurück, er wäre IT-Experte und würde sich eben seit Beginn der Pandemie dafür interessieren, wer bei der Pandemie Entscheidungen trifft, wer Geld verdient und so weiter. Und wäre auf ein riesiges Netzwerk gestoßen von Stiftungen, NGOs und so weiter, die im Grunde die Pandemie aufgezogen haben. Fand ich spannend, aber ich habe natürlich erstmal nicht geglaubt und habe dann mit ihm sehr langen Zoom-Call gemacht. Wir haben 5 Stunden gesessen beim Kennenlernen. Und weil ich mich ja nun gerade mit NGOs auskannte, habe ich ihn getestet, indem ich meine Kandidaten genannt habe, die ich gut kannte, und gesagt, ja, zeig mir, ne? Bildschirmteilung, zeig mir, wie du es machst. Was hast du da für eine Software? Und dann hat er dir die eingegeben und dann baute sich da ein Bild auf, der Netzwerke, wer da wen kennt und mit wem sitzt. Da habe ich Monate drin recherchiert, das hat die Software in 10 Sekunden hingeklatscht. Okay. Und da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt spannend. Also der hat Programme, die im Grunde aus dem Netz von den Seiten, du gibst also ein, wer dich interessiert, und dann zieht er dir aus dem Netz von der eigenen Seite, also in Originaldaten, wen die finanzieren, wen die lieb haben, wer bei denen arbeitet, mit wem sie Programme machen und so weiter. Das zieht das alles ganz schnell raus, wo du selbst Stunden oder sogar Tage dran sitzen würdest. Und das sind, wie gesagt, das ist, ne, deren eigene Daten. Das ist jetzt nicht, irgendwer denkt sich's aus. So, und ja, dann haben wir lange, dann hat er mir das alles gezeigt, was er da hatte. Ich saß für Ochs vom Berg, habe gar nicht verstanden, was der von mir wollte. Aber wir haben Kontakt gehabt und irgendwie hatte ich Bock, daraus ein Buch zu machen. Und dann haben wir aber monatelang gesessen und überlegt, wie kriegst du diese Informationen in ein Buch, dass man sie versteht. So, und irgendwie im September hatten wir dann die Idee und dann habe ich gesagt, ich versuche es jetzt. Und dann habe ich angefangen zu arbeiten und das Buch tatsächlich in 2 Monaten hingeschrieben. Ja, so ist gekommen. Ich muss dazu sagen, du hast geschwiegen wie ein Grab. Also du hast erwähnt, dass du da jetzt auf eine interessante Sache gestoßen bist. Aber erwähnt hast du es, glaube ich, zum ersten Mal irgendwann im August oder erst im September. Und von da ab hast du auch uns im Unklaren gelassen, was da genau passiert. Und erst jetzt so gegen Ende des Buches habe ich dann ein bisschen mehr erfahren. Und ich habe jetzt auch, ich glaube, ich bin einer der Ersten, der das Buch in die Finger bekommen hat, um es eben für unser Interview lesen zu können. Jetzt gucken wir mal, wie wir das Ganze, was auf 344 Seiten in eine Stunde passt. Also du hast Mr. X kennengelernt und mit ihm zusammen das Buch auf den Weg gebracht. Kannst du uns vielleicht noch mal kurz zu der Software etwas sagen? Ist das Software, die wir uns einfach beim Elektronikmarkt holen oder einfach nur runterladen? Oder was müssen wir uns unter dieser Software vorstellen? Das sind mehrere Programme. Das Wichtigste war Maltego. Kann sich jeder besorgen, ist frei zugänglich, sind aber professionelle Programme, die Geheimdienst und Polizei auch benutzen, zur Analyse großer Datenmengen. Mhm. Und das ist das Spezialgebiet von Mr. X und darum, er hat das Geld, um sich das zu leisten. Der hat Tausende von Euro ausgegeben für die Programme, für die Lizenzen. Und das kann im Grunde jeder, das nötige Kleingeld vorausgesetzt. Mhm. Das ist also jetzt alles keine Zauberei.
keine Geheimsoftware, sondern frei verfügbar Alles und. frei, alles legal, nichts gehackt, nichts geklaut, alles ganz legal, frei verfügbar, nur eben kostet Geld. Also ist nicht billig. Also das ist schon mal die erste Hürde, dass das nicht jeder holt. Und das Zweite ist, also wenn dann eben auch zwei schlaue Köpfe zusammenkommen, du mit deiner Analytik und Mr. X mit seinen Softwarekenntnissen, mit den Möglichkeiten, diese Netzwerke eben grafisch sichtbar zu machen. Wie ist denn die ganze Recherche abgelaufen? Habt ihr euch da tagtäglich ausgetauscht und hat er dir etwas gezeigt, worauf er gestoßen ist? Oder wie müssen wir uns das vorstellen? Also, wir haben, als das Buch anfing, also wir haben uns vorher sehr locker ab und zu mal so unterhalten. Aber als wir mit dem Buch angefangen haben, haben wir wirklich jeden Tag teilweise stundenlang gequatscht. Weil, wie läuft das ab? Ich kann das gleich mal einblenden, wie das aussieht, was ich da hatte. Das heißt, ich habe einen Zugang von Mr. X gekriegt zu der Software. Und dann hat er mir eben entsprechend die ganzen handelnden Personen, Organisationen und so weiter per Datei gegeben. Und ich habe dann angefangen zu sehen, was ist denn da? Und vielleicht sollte ich das wirklich einfach mal zeigen, dass man versteht, wovon ich rede. So sieht das aus. Das zum Beispiel ist das Netzwerk der Bill und Melinda Gates Foundation. Und dann kann ich da reinzoomen und sehe eben genau, mit wem die zusammenhängen. Hier ist sie im Zentrum da und dann sehen wir runter, mit wem sie verbunden ist. Rote Pfeile sind Zahlungen, wen haben sie bezahlt? Die grauen Pfeile sind was anderes. Rechts wird gleich eingebildet, was es ist. Kann ich also gucken, was ich möchte. Jennifer Gardi war bei Bill Gates und ist jetzt. Ja, und das ist ein Malaria-Team von Bill Gates zum Beispiel. Und so kann ich mir also jeden File angucken, die Software rausgesucht hat, jede Verbindung und sagen, was ist es? Der Software liegt also gleich ein Link dahinter, da kannst du sehen, was es ist, kannst du überprüfen, ist das für uns wichtig, ist es nicht wichtig. Ja, im ursprünglichen Ding halt waren ja drin, was ich, Bill Gates finanziert Grundschulprogramme in Oklahoma oder so. Ne? Das ist jetzt für die Pandemie nicht wichtig. Wir mussten also aussortieren, was für Pandemie wichtig ist. Wo ging es um Viren, Pandemievorbereitung und solche Sachen. Und so sieht also so eine Grafik aus. Ich habe ja noch ein paar andere. Hier ist zum Beispiel eine der wichtigsten Schlüsselpersonen, Margaret Hamburg. Da kannst du sehen, eine einzelne Person, wie die vernetzt ist, wo die überall drin steckt. Oder hier als anderes Beispiel noch der WEF von Klaus Schwab. Und das, wie gesagt, das sind so die Sachen. Und da musste ich jede einzelne Verbindung, und da haben wir ganz viele solche NGOs, wir hatten über 20 NGOs und nochmal, weiß ich, 20 Personen. Und die musste ich mir alle einzeln angucken. Jede Verbindung, jede NGO und dann. Musste ich eben erstmal sehen, sind die Sachen überhaupt für uns relevant? Und dann gerade bei Förderprogrammen von Bill Gates war das spannend, weil das war dann der Punkt, wo ich die neuen Informationen gebracht habe, die Mr. X nicht kannte. Wenn du dann siehst, was fördert Bill Gates, dann siehst du den Pfeil und siehst den Namen eines Förderprogramms und die Summe. Und dann gehe ich auf die Seite von Bill Gates und gucke mir das Programm an und dann hast du eine Programmbeschreibung. Dann siehst du auch, worum es genau geht. Und da sind eben dann viele Dinge rausgekommen, die Mr. X gar nicht gesehen hatte. Und so haben wir uns ergänzt. Also ich habe jeden Tag geschrieben, weiß ich, 5 oder 10 neue Seiten, habe ihm die jeden Tag geschickt, gesagt, guck drüber, Anmerkungen, Ergänzungen, ist mir was. Ne? Wir haben also jeden Tag uns abgeglichen. Jeden Tag, wir haben jeden Tag recherchiert beide und haben jeden Tag uns abgeglichen, was wir da gefunden haben. Wir haben teilweise heftig diskutiert, weil jetzt haben wir 13 NGO-Kapitel drin im Buch, also von NGOs, die damit was zu tun haben. Wir hatten ursprünglich 21. Wir haben also 8 aussortiert, weil die zwar in der Datenmenge Knotenpunkte waren, aber wir dann gesehen haben oder ich dann gesehen habe, und das waren die großen Diskussionen, wo ich sagte, pass mal auf, der gehört nicht dazu. Und dann haben wir diskutiert, weil eben die Frage war, gehört er dazu oder nicht? Und ich habe dann gesagt, pass auf, der kriegt zwar von den gleichen Leuten Geld, aber der hat andere Ziele. Der kriegt Geld für andere Sachen. Und so sind wir auch, können wir nachher noch kurz drauf kommen, auch auf die übergeordneten Ziele gekommen. Weil der Witz ist, wir haben also bei den wichtigsten, das sind so 5, die Pandemie wirklich richtig organisiert haben. Und die finanzieren auch genau die gleichen anderen NGOs, die andere Ziele haben. Und wenn man das übereinander legt, steht man fest, die Pandemie macht die Erreichung dieser Ziele möglich. Also so Sachen wie plötzlich, ne, Datenschutz ist wertlos geworden, alle unsere Daten kommen in Impfpässe, die EU dann speichert. Wer macht denn das? Wer sitzt dahinter? Wer kriegt denn die Daten? Solche Sachen wären früher möglich gewesen. Gesundheitsdaten waren 2019 die sensibelsten Daten. Da gab es Datenschutzbeauftragte, die haben Hallo geschrieben, wenn einer da Daten wollte. Heute wird das durchgewinkt. Jeder Arbeitgeber darf die Gesundheitsdaten erfragen. Das sind Sachen, und ganz viele andere Beispiele. Die sind durch die Pandemie möglich geworden und sind nötig, um die übergeordneten Ziele zu erreichen. Aber gut, da kommen wir nach dem Detail drauf. Also so ist es gelaufen und so haben wir uns eben Okay. überprüft, jeden Tag in unserer täglichen Arbeit. Also wenn ich es in Und einen Satz packen kann, deine Arbeit wurde durch diese Software und auch die Kooperation mit Mr. X um ein Vielfaches beschleunigt und verbessert. wir können es anders sagen. Ich hätte es allein nicht machen können. Okay. Ja, also du siehst, wir haben ja das, also da muss ich wirklich Leute loben. Es gibt viele gute Leute, die Teilaspekte haben.
die also, ne, was ich dann eine Organisation sehen und sehen, da ist was. Das sind Sachen, die ich auch im Buch habe. Also da gibt es viele Leute, die Teilaspekte dieser Organisation der Pandemie gut beleuchtet haben. Und Hut ab, dass sie es gefunden haben, habe ich nicht gefunden. Aber dieses ganze Bild, das hat die Software geliefert. Also ein Beispiel, die Bill Gates Foundation, da kannst du an einem Tag dich durcharbeiten durch deren Seite und findest alle Partner, Mitarbeiter und so weiter. Wo du scheiterst, ist bei den Förderprogrammen. Bill Gates hat 30.000 Förderprogramme in seiner Datenbank. Da kommst du zu Fuß nicht durch. Da brauchst du eine Software, die es runterlädt, durchsortiert und so weiter. So, und das sind, ne, das ist ganz viele solche Beispiele. Also die Software hat uns das hingestellt und wir mussten das kontrollieren. Wenn wir das selber hätten suchen müssen, hätten wir 20 Jahre dran gesessen. Und darum, es gibt Leute, die Einzelaspekte gefunden haben, das kann man. Aber das ganze Bild ist ohne die Software nicht zu machen. Okay, dann gehen wir in medias res. Lass uns an den Anfang gehen. Wohin führt euch eure erste Spur und vor allem zu welchem Zeitpunkt habt ihr erkennen können, also nicht euer Zeitpunkt, sondern was ist der Zeitpunkt in eurer Recherche, wo euch klar wurde, hier fängt es an, dass hier schon Dinge auf den Weg gebracht werden in Bezug auf das jetzige Geschehen? Das gibt es so nicht. Der Punkt ist folgender. Also wir haben auch die Diskussion gehabt, wir waren die ganze Zeit bei der Arbeit am Buch, waren wir eigentlich der Meinung, dass Leute im internationalen Gesundheitswesen aufgrund erhöhter Aktivitäten ab 2017 hätten erkennen müssen, da ist was im Busch, da kommt eine Pandemie. Die Meinung haben wir später geändert. Weil im Buch habe ich irgendwann zum Ende ein Kapitel geschrieben mit der Chronologie der Ereignisse. Und als ich das geschrieben habe, wurde uns klar, nein, da konnte jemand merken, okay, könnte was im Busch sein. Aber was wirklich passiert ist, wurde erst deutlich, als die Pandemie schon lief und man sehen konnte, wer die Entscheidung trifft. Weil erst da war die Brücke gebaut zwischen Aktionen, die vor der Pandemie gelaufen sind und die man auch wunderbar erklären kann, ohne böse, böse Sachen im Kopf zu haben, und dem, was während der Pandemie läuft, also wer es umsetzt, wer was wie umsetzt, von wem bezahlt wird und so weiter. Das wurde wirklich erst deutlich, als die Pandemie dann gelaufen ist, also schon in Gange war. Was wir gesehen haben in dem Buch, dass man die Pandemie durchaus also die Vorbereitung auch in vier Phasen einteilen kann. Wir haben also vier Phasen gefunden, von denen wir meinen, wie die Pandemie vorbereitet wurde. Und wirklich sichtbar wurde es ab Phase 3, das war 2016, 2017, weil da plötzlich wurden NGOs neu gegründet, CEPI ist 2017 gegründet. Und jetzt spielt jetzt eine wichtige Rolle. Ne? Andere auch noch. Und von da an sind Gelder geflossen. Das Aber bekannte Thomas, Pandemiespiel. geh auf die erste Phase. Du hast jetzt gesagt, vier Phasen. Ich finde, die ist sehr, sehr wichtig, weil das ist ja auch das zentrale Gerüst von dieser ganzen Erkenntnis durch das Buch. Und du bist gleich bei die Nummer drei hingegangen. Gehen wir mal kurz auf die erste Phase zurück, die du das bezeichnest. Wo siehst du da, was ist das Ziel und der Zeitpunkt der ersten Phase gewesen? Also die erste Phase haben wir nicht allzu genau analysiert, aber wir gehen davon aus, dass es sie gab. Und zwar war das vor 2009. Damals, nur 2009 Schweinegrippe, wir erinnern uns. Ja. So, Schweinegrippe war völlig harmlos. Die Medien haben eine Riesenpanik gemacht. Die Staaten waren verpflichtet, aufgrund von internationalen Verträgen, wenn die Pandemie der WHO, wenn die WHO Pandemie ausruft, müssen die Staaten Impfstoffe kaufen. War ein Bombengeschäft. Die Impfstoffe wurden hinterher eingestampft, weil keiner sich impfen wollte. Jetzt hätten sich eigentlich alle freuen müssen, dass da nichts los war. Die Pharmaindustrie hat Milliarden verdient an Impfstoffen, die keiner brauchte. Und die Grippe war nicht gefährlich. Jetzt hätten sich alle freuen müssen, haben sie aber nicht. Weil ab 2010 gab es plötzlich massenhaft, da wurden auch schon die ersten NGOs gegründet, Lobbyverbände. Und die haben sich hingesetzt und Brainstorming gemacht. Und zwar mit dem Thema, du kannst es sehen im Netz, da sind Vorträge da, Präsentationen online, das kannst du alles sehen. Ja, die haben nicht gesagt, super, da war nichts, sondern die haben sich seitdem geärgert, scheiße, warum haben die Leute sich nicht geimpft? Warum haben wir nicht mehr Geld verdient an der Impferei? Und das ist, wie gesagt, daher sind wir der Meinung, dass die Schweinegrippe schon so, dass der erste Versuch war, sowas zu machen, so eine Massenimpfung. Und das hat nicht geklappt, war schlecht vorbereitet. Die haben sich darauf verlassen, wenn die Medien Panik schieben, rennen die Leute sich impfen. Das ist nicht passiert. Und du kannst dann auch sehen, dass sie eben in den Brainstorming-Jahren, die wir jetzt von 2010 bis 2015 etwa ansetzen, sehr schnell auf den Trichter gekommen sind, du brauchst Druck. Ne? Die Leute müssen nicht nur in den Medien hören, da ist was, sie müssen es im alltäglichen Leben spüren. So, und dazu brauchst du Lockdown, Grenzschließungen und solche Sachen. Die Leute, auch wenn sie keinen einzigen Corona-Patienten kennen oder keinen einzigen Patienten einer Pandemie, wenn sie trotzdem im Alltag merken, durch die Einschränkung, da ist was, dann geht's. Und das wird auch wirklich gesagt. Es wird gesagt, Überzeugungsarbeit allein reicht nicht, es muss Druck geben.
Können wir sagen, dass die Schweinegrippe so eine Art Testballon war und sich anschließend eine Fehleranalyse eingestellt hat? So, warum hat es dieses Mal noch nicht gezündet, dass die Verantwortlichen das Ganze genutzt haben, um erstmal festzustellen, was ist denn jetzt hier eigentlich schiefgegangen, in deren Augen schiefgegangen? Ja, also Testballon nicht, es war der erste Versuch, der ist gescheitert. Das ist unsere Erkenntnis eben vor allem aus der Reaktion. Ja, also normalerweise jeder denkt, der Mensch hätte sich freuen müssen, ne? Pharma hat Kohle verdient für nichts, super, Grippe war nicht gefährlich, hurra, lass dich Sektkorken knallen. Nein, die waren traurig. Die waren traurig, dass Leute sich nicht geimpft haben. Und dann haben sie immer wieder 4, 5 Jahre lang sich zusammengesetzt und diskutiert, was kann man tun, damit sie sich in Zukunft impfen. Also halten wir fest, das primäre Ziel war nicht Geld zu machen, sondern... Erstmal Geld, Impfung ist ja Geld. Ne? Da verdienen sie ja dran. Also bleiben wir erstmal dabei, es ging um Geld. Es ging darum, die Leute zur Impfung Geld zu verdienen. Das war das erste Interesse der Pharmaindustrie. Das waren die Phasen 1 und 2. Also 1 vermuten wir auf Vorbereitung Schweinegrippe, 2 war dann Brainstorming, Fehleranalyse, warum hat es nicht geklappt? Das sind so die ersten zwei Phasen, die wir meinen, und das kann ja jeder im Buch überprüfen, ob er das auch so sieht, wir meinen, festgestellt zu haben. Okay, und gab es da schon Bewegungen, Aktionen, Gründungen von Vereinigungen, um das Ganze auf den Weg zu bringen, also aus deren Fehlern lernen und was hat uns gefehlt, was ist dann passiert? Ja, also es gab, das ist ja das Lustige, es gab also Gründungen so ein paar in der Phase 2, wo es eben in erster Linie um Thinktanks, also ne, Fehlanalyse. Die haben sich hingesetzt, die Pharma-Lobby hat Thinktanks gegründet, die analysiert haben und wirklich, die hatten auch im Namen, ne, also das Thema Impfen. So, Vaccine Confidence Projekt oder so. Also das heißt eine Sicherheit, wie überzeugen wir Leute davon, sich impfen zu lassen. Im Die Namen heißen schon so. drin, ja. Ja, also das ist so. Und die haben dann auch wirklich, die haben dann so getan, als wenn es irgendwie um alles Mögliche geht, wie TBC oder so. Aber in ihren Konferenzen ging es immer um die Schweinegrippe. Und warum hat das nicht geklappt? Also es ist ziemlich offensichtlich. So, und dann in Phase 3, die irgendwo 16, 17 anfängt, wo sie dann noch aus dem Brainstorming ihre Lehren gezogen haben, da siehst du die Gründung. Da siehst du plötzlich, wie Geld fließt. Da siehst du, wie die CEPI gegründet wird, die heute mit Milliarden zugeschmissen wird, um die Impfstoffe zu verteilen. Du siehst, wie Open Philanthropy seinen Kurs ändert. Und du siehst plötzlich die Planspiele. Du hast von 2017 bis 2019 haben wir 7 Planspiele gezählt. Kannst du dazu kurz was sagen? Was heißt Planspiele? Wer hat sich da wann und in welchem Zeitraum immer getroffen? Ja, das waren, also wir haben jetzt unsere Organisatoren, ne, die wir als Organisatoren der Pandemie ausgemacht haben. Die haben also vorher gar nichts, 12 Jahre nichts und dann ab 2017 sich 7-mal getroffen, um durchzuspielen, wie könnte man eine Pandemie bekämpfen. Offiziell. Also was tut man in der Pandemie? Die haben aufeinander aufgebaut. Die haben jedes Mal aus den Fehlern gelernt und in das nächste einfließen lassen. Das haben sie 7-mal gespielt in 2 Jahren. Haben die da Simulationen gefahren? Haben die da Großlagen simuliert? Oder haben die da einfach nur zusammengesessen und haben Hütchen hin und her geschoben? Na, die haben sich ein Szenario ausgedacht und dann haben wichtige Leute, nicht? Also was weiß ich, da haben Leute mitgespielt wie Albright und wie, also richtig wichtige Leute, die sich also auch auskennen und die haben eben Rollen gespielt, ne? Was weiß ich, du spielst den Präsidenten der USA, du spielst den Chef der CIA, du spielst den Chef der WHO und dann haben sie ein Szenario durchgespielt, das und das ist passiert, ne? Wie reagiert die verschiedenen Stellen, wie spielt das zusammen, wie wirkt das, ne? Am Ende impfen sich die Leute oder nicht. So, es ging also immer, und in den Spielen ging es immer um Lockdown, Grenzschließung, Impfung. Das war immer das Ziel. Also darauf lief es immer hinaus. Und das letzte Spiel ist ja bekannt allgemein, ne? Event 201 im Oktober 19. Und der Witz ist, es war danach noch eins im Februar geplant bei der Sicherheitskonferenz in München und dann nichts mehr. Also die haben 2 Jahre die Dinger plötzlich gespielt, wo wir sagen, das ist Phase 3 Vorbereitung. Und danach auch nicht mal mehr neue geplant, So nach als die Pandemie Motto, da war. ja, jetzt brauchen wir keine mehr, jetzt setzen wir das um, was wir vorher getestet haben. Ja, und wie gesagt, vorher liefen die jährlich und die neuen waren nicht angesetzt. Also es ist, ne, wirklich so nach dem Motto, okay, wir wissen jetzt, wie es geht. Was mir gerade einfällt, ist ein großer Unterschied von 2009 und 2020 sind sicherlich die sozialen Medien, Facebook, YouTube, Twitter. Das ganze Internetgeschehen hat in diesen 10 Jahren einen unglaublichen, ja, Schub bekommen, von den Datengeschwindigkeiten, aber auch von den verschiedenen Plattformen her. Wurden denn
diese einzelnen Plattformen auch schon in diese Planspiele mit einbezogen und vor allem in welcher Art und Weise hat man da gearbeitet? Natürlich, in den Planspielen gab es teilweise extra den Punkt Bekämpfung von Fehlinformationen. Aha. Das gab es alles drin. Also es wurde Okay. offen gesagt, man muss was die Medien berichten müssen. Also im Grunde war Zensur gesagt und auch die sozialen Netzwerke. Es ging darum, wie bekämpfe ich Fehlinformationen. Das war alles drin. Weil wir müssen uns noch mal kurz vor Augen führen, was jeder von uns mitbekommen hat. Von Anfang an, also März oder Frühjahr 2020, jeder, der sich gewagt hat, das offizielle Narrativ in Frage zu stellen, wurde mehr oder weniger unisono von Anfang an brutalst kaltgestellt, also jetzt medial kaltgestellt. Es gab einen unglaublichen Druck seitens der Massenmedien, Politiker, Verantwortlicher, auch nur nicht mal ansatzweise auf irgendeine andere Stimme zu hören. Ist das eine der Schlussfolgerungen, die man von 2009 gezogen hat? Also Kritik gar nicht erst aufkommen lassen, sofort mit dem Hammer draufhauen? Ja gut, also nach dem, was wir sehen, haben sie in den Brainstorming-Phasen einfach gesagt, okay, warum hat es nicht geklappt? Es hat nicht geklappt, weil die Menschen es nicht gemerkt haben. Die Medien haben Panik geschrien wegen der Schweinegrippe. Die Menschen haben gesehen, passiert nichts und haben gesagt, wozu soll ich mich impfen? Das heißt, es ging darum, die Menschen müssen es merken. Das haben sie offen gesagt. Es muss Druck geben. Überzeugungsarbeit alleine reicht nicht. So, und das ist ja das, was wir sehen. Und dazu gehört auch, dass die Medien eingenordet sind und gefälligst in die gleiche Richtung berichten und auch jeden kaltstellen, der eine andere Meinung hat. Wie gesagt, Bekämpfung von Fehlinformationen und Bearbeitung der Medien war Teil der Planspiele. Das war alles durchgespielt. Und lustigerweise, so ganz am Rande, bei den Planspielen waren Vertreter von Staaten praktisch nie dabei. Das waren also immer unsere Zauberkünstler von den Stiftungen, ne, von Gates, Wellcome Trust, wir kommen nachher auf ein paar Namen. Das waren immer deren Leute, die das gespielt haben. Es waren nicht die Staaten. Also ich würde es ja noch verstehen, wenn die Bundesrepublik Deutschland Katastrophenschutzübung macht, was passiert bei einer Pandemie? Das ist Aufgabe der Staates, uns zu schützen. Die müssen spielen, was passiert beim Hochwasser, beim Erdbeben. Ja? Und eine Firma muss eine Brandschutzübung machen. Dass man sowas macht, ist ja normal. Aber dass diejenigen einen Haufen Geld in die Hand nehmen, solche Sachen durchzuspielen, ihre Berater in den Regierungen zu platzieren, und dann die Entscheidung treffen in der Pandemie, und daran hunderte Milliarden verdienen, das ist jetzt eine ziemlich dicke Linie. Weshalb wir der Meinung sind, es ist vorbereitet. Also die gleichen Leute haben etwa 10 Milliarden investiert in die Vorbereitung und kassieren jetzt ja, 2, 3, 400 Milliarden Gewinn an Impfstoffen, Testsystemen und was da noch alles an Spielzeug in der Pandemie ist. So, und wenn Nun, das die gleichen Leute sind, dann habe ich eine Frage. können wir diese vier Phasen, die ihr festgemacht habt, vielleicht noch mal kurz wiederholen? Also 2009 bis 2015, 16 war die erste Also Phase. bis 9, wir haben die nicht genau angeguckt, wir haben nur ein paar Hinweise gefunden, bis 9 Vorbereitung Schweinegrippe. Okay, Da das ging ist es die um erste darum, Phase. so, Phase 2, Schweinegrippe hat nicht geklappt aus Sicht der Massenimpfung. Phase 2, etwa von 2010 bis 2015, plus minus, das sind fließende Übergänge, Fehleranalyse. Warum hat es nicht geklappt? Ab 2016, 17, Umsetzung dessen, was wir in der Fehleranalyse gelernt haben und Vorbereitung auf die nächste Pandemie. So, und ab 2020 dann Phase 4, Umsetzung dessen in der echten Pandemie, was wir vorher uns überlegt haben. So, Also. wie gesagt, das ist unsere Meinung und wir erklären sie in dem Buch und zeigen es auf. Und es kann jeder nach der Lektüre sagen: Okay, du schließt mich an oder halte ich für Quatsch. Du hast es ja gelesen. Also gehst du mit der These oder sagst du: Nee, da sehe ich irgendwas, was nicht passt. Es ist ein stringenter Gedanke, der sich Seite für Seite mehr offenbart. Ja. Also, ich wusste es ja schon vieles vorher. Wir haben uns ja schon stundenlang ausgetauscht, bevor ich es überhaupt gelesen hatte. Also, ich bin nicht mehr so überrascht worden von all dem, weil wir auch in den letzten 3 Jahren so viele Dinge schon aufgearbeitet haben, die im Hintergrund immer laufen. Also hat mich das nicht so richtig geschockt. Aber wenn man das dann wie ein Brett bekommt, dann ist das natürlich dann doch plötzlich so: Ach, sieh mal einer an. Aber lass uns zu den NGOs kommen, also und vor allem die entscheidenden. Also diese NGOs haben ja so eine ganz besondere Rolle in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit übernommen. Nicht Regierungsorganisationen, irgendwelche Stiftungen, die nach außen hin einen philanthropischen Gedanken vor sich hertragen. Da wird viel gespendet, da wird viel Wohltätiges gemacht, viel Gutes gemacht. Wen habt ihr ausgemacht als mit die Ja, die Hauptbeteiligten an diesen ganzen Vorbereitungen. Also ganz sicher Gates, seine Foundation ist die Spinne im Netz.
Er hat im Grunde, wenn man das anguckt, wo der über seine Finger drin hat, der hat wirklich in den letzten 20 Jahren, seit er seine Stiftung gegründet hat, das internationale Gesundheitswesen gekapert. Du kannst im internationalen Gesundheitswesen nichts mehr ohne Gates machen. Du hast vorhin 30.000 erwähnt, wenn wir das jetzt mal umrechnen, wenn du jetzt 20 Jahre Stiftungsarbeit durch 30.000 rechnest, dann kommst du im Jahr auf wie viel Geldzuwendungen einzelne, das sind ja dann. Das sind 1.500 Zahlungen im Jahr im Schnitt. So, und jede Okay. Zahlung kann mal 100.000 und kann auch mal 50 Millionen betragen. Und dann geteilt durch 365 die 1.500, da Das siehst du, sind dass eigentlich täglich in den letzten 20 Jahren Bill Gates seinen Paycheck gezückt hat und oder sein Scheckbuch gezückt hat und hier ganz groß verteilt hat. Da ist schon ein gewisser missionarischer Eifer erkennbar, oder? Lässt sich das so naiv zusammenfassen? Nee, das ist kein missionarischer Eifer, das ist der Wunsch, Kontrolle auszuüben. Mhm. Bill Gates hat sich Organisationen ausgesucht, die er gekapert hat. Mhm. Wo er der größte Geldgeber ist und wie es im Leben ist, das ist ja nicht neu. Wer bezahlt, bestellt die Musik. Bill Gates hat ganz konkret in den Themenfeldern, in denen er aktiv ist, wirklich die Organisationen gekapert, indem er deren größter Geldgeber wurde und damit auch bestimmt, wo es lang geht. Ein Und das hat wichtiger. er vor allem im internationalen Gesundheitswesen gemacht. Du kannst im internationalen Gesundheitswesen eigentlich kaum mehr irgendwas entscheiden ohne Gates. So viel Geld hat er in die Hand genommen. Ja, und der Witz ist, es lohnt sich für ihn. Ja, du musst ja eins sehen, also dieses ganze Prinzip der Stiftung, da werden wir nachher auch noch genauer drauf kommen, wenn die spenden, dann machen sie es folgendermaßen. Das zieht sich auch durchs Buch und das kann auch jeder kontrollieren. Nimm die Programme, die sie machen, und dann siehst du, Bill Gates, weiß ich, nehmen wir das konkrete Beispiel, als die EU im Mai 20 die Geberkonferenz hatte. Im Mai 20 hat die EU eine Geberkonferenz gemacht, Geld gesammelt für den Kampf gegen Covid, mit dem Impfstoffe entwickelt werden sollten und gekauft werden sollten und damit die dritte Welt versorgt wird und was wir uns alles erzählt haben. Sie haben bei der Geberkonferenz 7,4 Milliarden eingesammelt, da ist später noch mehr Geld dazugekommen, aber egal. Und die Medien haben ganz begeistert berichtet, Bill Gates würde 100 Millionen spenden. Ja, also Bill Gates spendet 100 Millionen, super, der ist ja so nett zu uns. Insgesamt haben sie sogar über 20 Milliarden, dann, wenn man alles zusammenrechnet, eingesammelt. Jetzt will ich es mal erklären, was da gelaufen ist. Weil die EU hat ja später auch erzählt, wo sie für das Geld verwendet. Und das kann man nachlesen. Ich gehe jetzt auf eine Pressemeldung der EU. Dann gehen wir mal kurz durch, wer das Geld bekommt. So, die EU unterstützt mit dem Programm, die sie im Kampf gegen Covid macht, unterstützt sie erstens CEPI. CEPI kriegt, die haben da berichtet über die Verwendung von, was weiß ich, 4 oder 5 Milliarden. CEPI kriegt 1,1 Milliarden. CEPI ist wer? Das ist die Impfkoalition, also die Epidemievorbereitungskoalition von Bill Gates. Die hat Bill Gates 2017, das ist eine der Organisationen, die in der Vorbereitungsphase gegründet wurden, die hat Bill Gates auf dem Weltwirtschaftsforum 2017 gegründet. Gehört ihm, von ihm kontrolliert. Kriegt 1,1 Milliarden. Also alleine da kann man schon sehen, wenn Bill Gates 100 Millionen spendet, kriegt er 1 Milliarde zurück von den Staaten. Das ist der Trick, um den es geht. Weil er vorher die Organisation geschaffen hat, die genau für diesen Fall dann auch da ist. Die das Geld abgreifen. Ja. So, das war die erste. Jetzt gehen wir weiter. Die zweite Organisation, die von der EU mit 1,5 Milliarde unterstützt würde, ist wer? Die Gavi. Die Im Jahr Global, 2000 von Bill Gates gegründet. wie heißt es, Global Alliance for Ja, Vaccination? die weltweite Allianz für Impfstoffe. So. Fein. Auch von Bill Gates gegründet. So, dann ging noch 1/4 Milliarde, das ist ganz lustig, an den Covid-19 Therapeutics Accelerator. Kein Mensch hiervon gehört. Wurde gegründet, wann? Im April 20, also einen Monat bevor, also 2 Wochen bevor die EU ihre Geberkonferenz hatte. Gegründet wurde wieder, von wem? Von Bill Gates. Zusammen mit der EU-Kommission und mit CEPI und mit Gavi und mit dem Wellcome Trust, der bei uns eine große Rolle spielt, und mit der WHO, die Bill Gates als größter Spender kontrolliert und so weiter. Das heißt, auch dieses Geld, was die EU an das Accelerator-Programm geht an Gates. So. Dann gehen noch Kleingeld, 60 Millionen an Feind. Das ist eine Stiftung für, die macht Diagnosedinger, die hatten wir auch auf dem Schirm. Wird auch von Gates hauptsächlich bezahlt. Also auch da hat er den Finger drauf. Dann 2,6 Milliarden an die WHO. Bill Gates ist der größte Geldgeber der WHO. Bei der WHO kannst du auch keine Entscheidung gegen Gates treffen. Hast du die Zahl vor Augen, wie viel der WHO insgesamt in den letzten 20 Jahren hat zukommen lassen? Ja. So, hier sehen wir, das ist das, was die Software kann. Sie konnte die ganzen 30.000 Zahlungen von Gates rausziehen, und dann sortieren, zum Beispiel auf Excel. Und dann sehen wir, die
Der größte Empfänger von Gates ist seine eigene Gavi, die hat 5 Milliarden fast gekriegt. Und auf Platz 2 steht die WHO mit 3,4 Milliarden. Das ist das, was Bill Gates der WHO bezahlt hat. Und da kannst du auch sehen, wer noch wichtig ist. Global Fund, haben wir zuerst gedacht, ist ein Mitorganisator der Pandemie. Nein, da geht es um andere Ziele. Aber wichtig für Gates, 3 Milliarden Euro, Dollar. Path, gleiche, haben wir auch gedacht, gehört dazu. Nein, anderes Spiel. Aber ja, 2,6 Milliarden ist unglaublich wichtig für Bill Gates. So, das ist das, was wir sehen konnten. Ich kann auch was anderes zeigen. Wir können das sogar sehen. Ne? Die Software kann ja ganz viel. Wir haben zum Beispiel hier ein Beispiel von gewissen Organisationen, was die bekommen haben. Und ne? Können wir alles sehen, bis auf Jahre runtergeschlüsselt, Summen und so weiter. Das sind alles Daten, die uns die Software gibt, die durchsortiert, die du per Hand im Leben nicht findest. Du kannst das per Hand nicht mit 30.000 Programmen machen. Ich habe an dieser Liste gerade einen sehr interessanten Punkt gefunden, nämlich unter Punkt 12, 740 Millionen und noch ein paar etwas. Kannst du kurz reinschauen, wer bei Nummer 12 steht? Das ist nämlich Die Johns sehr Hopkins Universität, ja, klar. exakt. Und was hatte die Johns Hopkins Universität für eine Rolle am Anfang mit diesem Dashboard, wo die ganze Welt jeden Tag die Summierung der Zahlen angeschaut hat? Ich glaube, das war auch, oder vermute ich jetzt mal, ganz wichtig, diese mediale Aufarbeitung dieser größer werdenden Panik am Beginn der ganzen Misere, dass man den Leuten so richtig vor Augen führt, oh ja, hier passiert etwas ganz, ganz Schlimmes, die Kreise, die jeden Tag größer geworden sind und die Zahlen und so weiter. Ich denke mal, mit 740 Millionen lassen sich auch etlich gute IT-Experten anstellen, die das Ganze Also hübsch da muss man, grafisch ja, aufarbeiten. Ne? das geht noch viel weiter. Die Johns Hopkins Universität ist bis heute im Grunde der Datenlieferant für die Welt, was die Pandemie angeht. Das ist nicht nur Bill Gates. Also die ist so mit Geld zugeschmissen von genau unser allen Philanthropen. Ne? Die kriegt nicht, die hat also Milliarden bekommen, wenn man alles zusammen hat. Das muss man wissen. Also die ist wirklich komplett zugeschmiert von den Leuten. Interessant auch der erste Punkt, dass also Gavi seine eigene Stiftung am meisten Geld von ihm bekommt. Und was ich vorher auch schon so mehr oder weniger gespürt habe oder so latent verstanden habe, ist in dem Buch richtig rausgekommen, das Prinzip von Stiftungen ist im Endeffekt, man gibt Geld für ein wohltätiges Projekt, aktiviert damit einen Spendenfluss oder eine Aktivierung von Geldern von Seiten der Staaten Genau, von Steuergeldern. und zieht sich das Geld dann rein, und zwar indem man die Gesellschaften, die man selber gegründet hat, sind dann die Nutznießer von diesen ganzen Maßnahmen. Und das macht Ja, nicht nur also. Gates so, sondern das ist eigentlich weltweit das gängige Modell bei Stiftungen. Man spendet 10% und 90% von Gewinn lässt man sich von dem Staat dann überweisen. Richtig. Und dieses Geld lenkt man in die Programme, die man selbst organisiert. Und an dem Programm, die Programme haben ja immer ein Ziel. Du musst ja irgendwas kaufen. Du hast ein Bildungsprogramm, du hast, weiß ich, du hast Schnupfentropfen für Afrika. So, die musst irgendwo die Schnupfentropfen kaufen. Und die lässt du natürlich die kommen von den Staaten, das Geld kommt von Staaten in dein Programm und dein Programm kauft die Schnupfentropfen bei der Firma, an der du beteiligt bist. Oder gegründet hast sogar. Oder gegründet hast, was auch immer. Ja, das heißt, du lenkst das Geld in deine eigene Tasche. Für die Medien bist du der große Wohltäter, du hast Geld gespendet, holst dir über die Hintertür das Zehnfache von den Staaten rein und lenkst das über diese Umwege zurück in deine Tasche. Das ist nicht neu. Also so funktionieren Stiftungen. Der Zweck von Stiftungen ist nicht, was uns die Medien erzählen, Gutes zu tun und das Geld auszugeben, die Welt zu retten. Das erklärte Ziel von Stiftungen, das steht im Stiftungsrecht überall drin, ist es, das Stiftungsvermögen zu mehren. Ja, und das ist das, was wir erleben. Also bei allen Wohltätern, die wir haben mit diesen Stiftungen, da kannst du sehen, der Bill Gates hat, als er seine Stiftung gegründet hat, da war er 40 Milliarden schwer, heute ist er 130 Milliarden schwer. Wenn ich mein Geld ausgebe, also mein Geld verschenke für gute Programme, ist es weg. Ja, und bei Open Philanthropy, die Gründer, die hatten irgendwie 7 Milliarden, als sie angefangen haben und sind heute bei 30. Ein Beispiel ist auch die Clinton Foundation. Aber nochmal ganz kurz zu Bill Gates, das ist mir vorher noch eingefallen, was viele auch gar nicht mehr auf dem Schirm haben, gerade von den jüngeren Zuschauern. Bill Gates hatte zu Beginn seiner Karriere, als sich dieses Monopol durch Microsoft gebildet hat, eine ganz schlechte Presse. Es gab Anhörungen, es gab Sitzungen, Tagungen, die schon darüber gesprochen haben, dass man Microsoft zerschlagen müsste, weil der Mann sonst so mächtig wird, dass er die ganze Welt kaufen kann. Und mit Beginn 2000 ungefähr, mit dem neuen Millennium, hat Gates eben angefangen, sich diesen Mantel des Wohltäters umzuhängen. Da steckt übrigens auch Täter drin, fällt mir gerade auf, Wohltäter.
ja. Auf jeden Fall ist seitdem auch die gesamte Presseberichterstattung über ihn komplett anders, weil er ja der große Philanthrop ist. Und du hast es in deinen anderen Büchern, in deinen anderen Artikeln auch mehrfach jetzt in letzter Zeit publik gemacht, wie viel Geld an einzelne Medieninstitute von der Bill and Melinda Gates Foundation geflossen ist. Das waren über 300 Millionen, wenn ich die Zahl noch auf dem Schirm habe. Die Zahl ist ein bisschen schwer zu ermitteln. Also wir haben etwa 250 Millionen gefunden, andere kommen auf 350 Millionen. Das Problem ist, dass die Datenbank ein bisschen schwer zu durchforsten ist, weil du musst dann konkret wirklich alle Medien finden, an die er gespendet hat. Du musst also immer den Namen des Geldempfängers eingeben. Und wenn du da jetzt, weiß ich, wenn ich jetzt irgendeine afrikanische Zeitung nicht auf dem Schirm habe, dann fehlt sie in meiner Liste. Aber es sind sicher 200 bis, also 250, 350 Millionen, die er an die alleine Bill Gates, und das machen die anderen genauso, ne? Die anderen machen es ganz genauso, direkt an Medien gibt. Und wir wissen ja, dass der Spiegel auch in letzter Zeit mehrfach große Millionenbeträge bekommen hat von der Bill and Melinda Gates Foundation. Und das ist natürlich alles ganz easy. Da gibt es Alle überhaupt 3 Jahre. keinen, Der ja. Spiegel kriegt alle 3 Jahre Kohle. Hat aber keinen Einfluss auf die Berichterstattung. Im Leben nicht. Nein, natürlich nicht. Ja. Okay. Also Bill and Melinda Gates Foundation ist ein wichtiger, wenn nicht der wichtigste Knotenpunkt. Vielleicht noch eine Anmerkung. Bill Gates spendet das Geld nicht nach dem Motto, da steht dann drin, ich unterstütze freie Presse. Du kannst in dem Förderprogramm mal nachlesen, wofür das Geld ist. Also wenn die Medien behaupten, es hat keinen Einfluss auf ihre Berichterstattung, dann sollten sie das Programm lesen, nachdem sie das Geld kriegen. Da steht drin, wir spenden das, damit die Medien dieses Thema gut darstellen. Das steht da drin. Das kannst du lesen. Ja, also dieses Gequatsche von wegen, nee, das ist, hat keinen Einfluss, ist Blödsinn. Es steht im Programm, welchen Einfluss Bill Gates haben will. Nur so am Rande. Die Spinne im Netz hast du ihn bezeichnet, also derjenige, der wirklich die meisten Fäden in der Hand hat, alleine aus dem Schaubild von dem Diagramm aus der Software heraus lässt sich ja erkennen, wie viele einzelne rote Fäden da zu verschiedenen Akteuren laufen. Wer ist denn da in den Top 5 noch mit dabei von den Leuten, die da ganz eifrig mit beteiligt waren an den Vorbereitungen? Also, da gibt es noch drei sehr wichtige. Also, Wellcome Trust, den kennt in Deutschland kein Schwein. Ist auch eine NGO? Ist so genauso eine Foundation. Die gehört zur Pharmaindustrie. Also, das heißt, das war ein Pharma-Riese in London. Der ist in den 30ern gestorben und hat dann sein Geld, seine Anteile an seiner Pharma-Firma, die hieß eben Wellcome, hat er dann in den Fonds umgebaut, in den Trust. Und macht seitdem genau das. Also, ne, macht genau das mit seinem Trust, fördert er ganz tolle, super Programme und holt sich die Kohle von den Staaten und lenkt sie dann in seinen Konzern um. Den Wellcome kennen wir heute nicht mehr. Der ist mehrmals umfusioniert und so weiter worden. Heute ist die Firma GlaxoSmithKline. Das war früher Wellcome. So, Sie haben behauptet, ihre Anteile an GlaxoSmithKline verkauft zu haben. Das kann aber keiner wirklich kontrollieren, weil Wellcome Trust seine Beteiligung im Gegensatz zu Gates nicht offen zeigt, sondern sie über Steuerparadiese, über Offshore-Paradiese verschleiert. Da gab es mal ein Leak, also wurde gar nicht so bekannt in den Medien, Paradise Leak, da ist ein bisschen was rausgekommen. Aber wie gesagt, die verschleiern, woran sie beteiligt sind. Also Transparenz ist nicht deren Spiel. Aber der Wellcome Trust ist der zweitgrößte weltweite Stiftung im Bereich Gesundheit nach Bill Gates. Ja, ist das Nummer 2. Und die haben sich sehr zusammengetan. Werden wir nachher noch sehen. Dann ist das Weltwirtschaftsforum wichtig. Bill Gates ist ganz eng an Klaus Schwab angebunden. Die Gavi hat er schon 2000 auf dem Weltwirtschaftsforum gegründet. Die CEPI hat er 2017 auf dem Weltwirtschaftsforum gegründet. Die hängen ganz eng zusammen, was diese Geschichten angeht und haben auch sehr viele gemeinsame Ziele. Also der WEF ist sehr stark dabei. Gibt es eine Rockefeller. Hierarchie? Gibt es zwischen Bill Gates und Klaus Schwab? Kannst du das? Ich meine, das ist vielleicht auch fiktiv. Wer ist wichtiger in diesem Geschehen? Ist Spekulativ. Also okay. spekulativ. Und dann ist Rockefeller wichtig. Rockefeller verschleiert sein Geld aber ebenfalls sehr gut. Du weißt also bei Rockefeller überhaupt nicht, woran die beteiligt sind. Und die geben ihr Geld auch meistens nicht direkt in Förderprogramme, sondern die geben das, da gibt es spezielle Stiftungen, da hat Rockefeller auch selbst welche für gegründet. Die sammeln Spendengelder ein und lenken sie weiter. Da hast du also keinen Überblick mehr, wer tatsächlich was fördert. Das nennt sich in Amerika, gibt es ein Wort für, ist Black Money. Das heißt, da hauen wir Geld rein und dann wird das, und die geben es irgendwohin weiter, aber du weißt nicht mehr, wer eigentlich was gegeben Okay, hat. da verliert sich die Spur dann. Ja, so kann man das Ja, also es ist ganz verschleiern. schwer nach. Aber Rockefeller taucht überall auf, gerade mit seinen Leuten. Aber man kann ihm die Zahlung von Rockefeller nicht so gut nachvollziehen, weil der besser verschleiert. Ist Rockefeller eine Person oder ein Imperium dahinter?
ist ein Imperium. Also der Rockefeller-Clan hat ja immer einen Patriarchen, aber letztendlich ist das der Rockefeller-Clan. Also ist nicht Okay. mehr eine Person. Bill Gates wird ja irgendwann auch nicht mehr eine Person sein, auch der ist endlich. Aber seine Foundations wird weiter bestehen. Ich muss immer ein bisschen so zusammenfassen, dass wir den roten Faden behalten. Also wir haben die einzelnen Phasen gehabt. Wir haben gesehen, wie viel Geld in die Hand genommen worden ist, und zwar nicht nur von einem Beteiligten, sondern von verschiedenen Institutionen und Machtgruppierungen. Und dann hat man durch verschiedene Planspiele die Vorbereitungen geschaffen, die Basis geschaffen, um das ganze Rollout von der Pandemie voranzubringen. Das Ja, ist natürlich. ganz wichtig noch ein Punkt dabei. Das war nicht nur Planspiele. Sie haben in der Zeit auch ihre Leute, und das ist Wäre der jetzt die spannende nächste, Teil. war die Überleitung Ja, jetzt, ja, okay. okay. Also ich wollte den Satz so beenden, dass dann, das ist das eine, wenn man die ganze Infrastruktur schafft, aber man braucht natürlich auch die richtigen Spieler auf dem Spielfeld. Ja, die Spielregeln zu gestalten ist noch lange nicht, du brauchst Dame, du brauchst Springer, wie beim Schach, Bauern und so weiter und so fort. Und das ist jetzt der wirklich auch entscheidende Punkt. Man denkt immer, um so etwas Globales voranzubringen, sind unendlich viele Menschen nötig, und weil ja so eine Verschwörung gar nicht möglich ist, weil da immer jemand reden würde, ist das das größte Argument gegenüber globalen Aktionen, sprich Verschwörungen. Das kann nicht sein. Aber erstaunlicherweise sind es gar nicht so viele Menschen, die man dazu braucht. Es reichen wahrscheinlich ein paar Dutzend in den entscheidenden Positionen, wenn ich das so jetzt aus dem Buch wiedergebe, aus Erinnerung. Ja, bei dieser konkreten Sache ja. Das mag woanders, bei anderen Projekten, wo du, was ich, ganz viel bauen musst oder so anders sein, aber hier ging es ja darum, sie haben Leute gehabt, die sie bezahlen seit Jahrzehnten, und die haben sie platziert in Schlüsselpositionen bei, da wo jetzt das Geld hingeht, CEPGA, WHO, bei Regierungen, in Gesundheitsministerien, in der EU-Kommission, in der Leopoldina, im RKI und so weiter. Die haben ihre Leute da reingesetzt. Und da sind eben die Leute interessant. Darum habe ich vorhin auch das Beispiel mit der Grafik von der Margaret Hamburg gezeigt. Das ist so die schlimmste von allen. Da sitzt eine Person in 5, 10 oder 20 Gremien. Ne, wird von Gates bezahlt und sitzt in 5 oder 10 oder 20 Gremien bei Regierungen, Regierungsberatern, Behörden und so weiter. Und das sind dann, so kannst du Fäden ziehen, weil, wir sehen es ja jetzt ständig, ne? Die Regierung trifft ja ständig keine Entscheidung, sondern sie hört auf ihre Expertenräte. Das ist diese nette Dame hier. Margaret, ja. Ja, Maggie. Margaret Maggie Piggy. Hamburg, ja. Das ist nämlich der Rest von meinem Whiteboard von unserem ersten Versuch. Ich hatte die naive Idee, dieses ganze Schaubild von dir etwas greifbarer zu machen, und habe da etliche Personen rausgezogen, und wir haben dann festgestellt, dass das so komplex ist, dass man das nicht einfach mal so nebenbei erklären kann, aber ich habe noch die ausgeschnittenen Fotos mit den einzelnen Namen da, die kann ich zumindest mal visuell machen. Also Margaret Das war ja das, Hamburg. was ich dir gesagt hatte. Wir haben das hier in der Software. Und da siehst du, das ist so ein Netz, das kannst du nicht auf dem Whiteboard bringen. So, darum ist Mr. X jetzt zur Software gekommen. Weil er schon, Weil, er hat ja angefangen zuerst, ganz naiv, Anfang 2020, im März oder so, per Hand zu suchen. Er hat schnell gemerkt, geht nicht. Das Netz wird so groß, das kriegst du per Hand nicht hin. Darum ist er dazu gegangen, übergegangen, Softwares zu nehmen. Weil es eben nicht geht auf Whiteboard oder auf Stück Papier. Es ist zu groß. Aber nochmal zu Frau Hamburg. Also alleine eine Person wie diese Dame hier, Margaret, Maggie Peggy, oder wie habt ihr sie genannt? Wir nennen sie Maggie Peggy. Maggie Peggy, okay, das macht das Ganze ein bisschen greifbarer. Die sitzt in so vielen verschiedenen Schlüsselpositionen und kann mit ihren Entscheidungen, die sie dann da trifft, wo sie dann auch die Machtbefugnis dazu bekommt, aufgrund ihrer Stellung, ganz wichtige Weichenstellungen geben oder ganz wichtige Weichen in die und die Richtung schieben, ja. Ja, nochmal, die Regierungen treffen die ganzen Pandemieentscheidungen, erzählen sie uns ja auch offen, auf Basis der Experten, die ihnen da was einflüstern. Okay, Das heißt, auf. der Trick ist, du musst die Experten stellen. Und das haben diese NGOs gemacht. Wir sehen also, dass die etwa 20 Leute plus minus ein bisschen an Schlüsselpositionen platziert haben, und die flüstern ein. Die sagen, oh, jetzt gefährlich Lockdown machen. Oh, aber Impfstoff, ja, aber nur den Impfstoff kaufen, weil die anderen sind unsicher und so. Das sind die Sachen, die laufen. Und da, wie gesagt, da haben wir die Beispiele, haben wir im Buch drin mit Namen. Wir zeigen, wie lange die finanziert werden, mit wie viel Geld und wie die jetzt ganz gemütlich genau in den Entschlüsselpositionen sitzen, wo sie als Experten den Regierungen sagen, was man tun muss. Dann sei doch so nett und erzähl mir mal zu diesem Herrn etwas. Das ist nämlich Mr. Peter Piatt. Den habe ich auch relativ oft gelesen schon. Man sieht auch schön die UNO im Hintergrund, ne, das Symbol. Der ist ja auch ein Hans Dampf in allen Gassen, um es jetzt mal etwas salopp zu sagen, oder?
Ja gut, der ist ja nun bekannt geworden dadurch, dass ich in meinem Beispielartikel Ende September, wo ich so grob aufgezeichnet habe, wie es läuft, den als Beispiel genommen habe. Peter Piatt wird seit 2009 von Bill Gates bezahlt, ist Senior Fellow bei Bill Gates in der Stiftung, in der Foundation. Piatt ist Heißt, Virologe. was heißt Senior Fellow? Ziemlich weit oben, oder? Ja. So, der war vorher bei der WHO, nee, bei der UNO, beim AIDS-Programm, ist Virologe, 2009 zu Gates gewechselt und 2010 wurde er Chef eines Londoner Instituts, Londoner School for Hygiene und Tropenmedizin, irgendwie sowas. Dieses Institut bezahlt Gates, insgesamt hat Gates das Institut mit 185 Millionen Dollar bedient. Das heißt also, ne, Peter Piatt hängt an Gates dran. So. Über die Beißt Foundation kriegt er Geld, als Chef des Instituts kriegt er Geld, er ist komplett von Gates geschmiert. nie die Hand, die dich füttert. So. Ja, sowieso nicht. Peter Piatt ist verheiratet mit Heidi Larsen. Heidi Larsen, ja, kannst du auch zeigen. Heidi Larsen ist die Frau, die eine dieser Lobbyorganisationen gegründet hat, die ab 2010 überlegt haben, wie kann man die Leute dazu bringen, sich impfen zu lassen. Ja, das ist uns gegründet wieder mit der EU, mit den Pharmakonzernen und so weiter. Die hat überlegt, wie kann man die Impfung hinkriegen. Und nun ist Peter Piatt, während die Pandemie läuft, plötzlich im Beraterstab der EU-Kommission. Er ist persönlicher Chefberater in Sachen Covid bei Uschi von der Leyen. Er sitzt in der Leopoldina, ich weiß jetzt nicht noch alles, CPW, also er sitzt, ne, so gut verteilt. Also Peter Piatt flüstert der Bundesregierung über seine Position in der Leopoldina ein, was sie zu tun hat. Und Uschi von der Leyen sagt das direkt, weil er Chefberater ist. Und vor allem, man möge sich auch noch diesen Satz in Erinnerung rufen von Frau von der Leyen: Thank you for your leadership, Bill. Also die ist mit dem per Du. Und die ist voll auf seiner Linie und sagt, ohne dich können wir das gar nicht machen. Und danke, dass du vorangehst und uns unwichtigen Politikern, das hat sie nicht gesagt, aber es schwingt so ein bisschen mit durch, so diese devote Art gegenüber dem Großkapital. Danke, dass du uns da in diese Richtung schiebst. Ja, ganz, ganz Ja, toll. und ich erinnere nochmal, wenn du dir jetzt anguckst, in welche Geld, also wohin die EU dann ihre Covid-Hilfsmittel schießt, sind das alles Programme, auf denen Bill Gates sitzt. Das Geld geht alles an Bill Gates. Alles, was die EU raushaut zur Pandemiebekämpfung, geht direkt an Gates. Und vor allem nicht nur bei der Impfstoffherstellung, sondern auch bei Tests und bei Medikamenten, bei Kleidung, bei Ausrüstung, bei Laboren, bei Ja, also. ich will ein Beispiel bringen. September 20. Die Bill Gates Foundation teilt mit, sie beteiligt sich, also Anfang September, 3. oder so, teilt die Gates Foundation mit, sie wird strategischer Investor bei zwei Firmen. Die eine Firma heißt Abbott und die andere heißt Bioscience irgendwas. Beide Firmen stellen Schnelltests her, Covid-Tests. Bill Gates beteiligt sich als strategischer Investor. Ende September, 3 Wochen später, verkündet die WHO ganz glücklich, dass sie über das COVAX-Programm, also sprich Gelder aus der EU, die an die WHO geflossen sind, jetzt ein Programm hat, um der dritten Welt für 600 Millionen Dollar Schnelltests zu verschaffen. Partner in dem Programm, Abbott und Bioscience Dings da, wo Bill Gates sich 3 Wochen vorher beteiligt hat. Also ne, die EU sammelt Steuergelder ein, packt sie in COVAX, von COVAX geht es zur WHO und die WHO überweist es dann an Firmen, an denen Bill Gates sich vorher beteiligt hat. Klassisches Beispiel. Haben wir viele von dem Buch. Gutes Ne? Händchen, ja. So läuft's. Was bleibt dann noch von dem großen Wohltäter, wenn man die Maskerade wegreißt, ne? Ja, nichts. Das ist kein Philanthrop, kein Stifter ist ein Wohltäter. Der will sein Geld vor der Steuer retten und politischen Einfluss haben. Und sie werden alle immer reicher, während sie ihr Geld verschenken. Das ist ein Beschisssystem. Aber Und eins, das legal ist und gar nicht als solches erkannt wird. Im ja, warum wird Gegenteil. es nicht erkannt? Ja. Die Medien können das Thema gar nicht kritisieren. Weil alle Medien gehören zur Stiftung. Bertelsmann Stiftung, Axel Springer Stiftung, Spiegel Stiftung, Brost Stiftung. Und du hast in Deutschland keine Mainstream-Medien, die nicht einer Stiftung gehören. Was auch. Die machen das gleiche Spiel. Du kannst also nicht erwarten, dass die Medien dieses Beschisssystem kritisieren, wenn sie selber davon leben. Was Das geht natürlich gar auch nicht. diese unterirdische Berichterstattung einfach auch erklärt. Ja, also darum, die können das nicht kritisieren. Du kritisierst doch nicht das, woran du verdienst. Wir könnten jetzt 2 Stunden lang Personal aufzählen und quasi die Querverbindungen, aber ich habe noch zwei Bilderchen, die ich mir da beim letzten Mal ausgeschnitten habe. Was kannst du uns zu diesem Herrn sagen, der Peter Daszak? Der ist es nämlich auch einer, der, kann man ihn besser so erkennen, Peter Daszak. Wo hat der seine Finger mit drin? Der hat jetzt, also das ist eine ganz abenteuerliche Figur. Wir haben
Ja, die Geschichte, dass Dr. Fauci, der Covid-Papst aus den USA, Fauci-Auchi. So Fauci, wird der der hat Pieks in Amerika 2000, genannt, ja, ja. Fauci-Auchi. Der Fauci hat also im 2014 Geld locker gemacht und das überwiesen, also für Gain-of-Function-Forschung, also für Forschung daran, wie man Viren von Tieren gefährlich machen kann für die Menschen, ansteckend machen kann. Daran wurde geforscht. So, das Geld hat hat Fauci an Daschak überwiesen. Daschak ist nämlich Chef wieder einer Stiftung, einer NGO, die heißt Eco Health Alliance in New York. So, diese Eco Health Alliance ist mit dem Geld nach Wuhan gefahren und hat das Geld an das Labor in Wuhan gegeben. Und dann hat Daschak zusammen mit einem anderen amerikanischen Spezialisten, Dr. Barrick, und der chinesischen Fledermausexpertin Dr. Xi daran geforscht, wie man Fledermausviren ansteckend, also Coronaviren von Fledermäusen anstecken kann, machen kann für den Menschen. Da haben sie auch in Science und so Artikel veröffentlicht. Die waren ganz stolz, stolz darauf. Will jetzt nicht zu tief darauf eingehen. Zwischendurch hat Obama die Forschung verboten. Fauci hat es einfach weitergemacht, war dem egal. Aber wie gesagt, Daschak hat eben daran mitgeforscht. Und als dann Covid kam, da gab es ja schnell Gerüchte, hoho, das könnte aus dem Labor in Wuhan kommen. Und dann gab es gleich sofort ein paar Briefe, so wurde im Lancet veröffentlicht, wo Wissenschaftler sich solidarisch mit den chinesischen Kollegen erklärt haben, nein, das kann gar nicht sein. Daschak war immer vorne dabei, der hat ihm geschrieben, kann gar nicht sein. Er hat ja selbst geforscht. Aber da waren noch andere unserer Spezies dabei, so ne, Farah und so, kommen wir gleich drauf. So, und dann hat die WHO, weil die Gerüchte nicht abreißen wollten, Anfang 21 eine Untersuchungskommission nach Wuhan geschickt, haben sich das Labor angeguckt. Wer war in der Kommission? Ja. Daschak. So, und dann ist die WHO da 3 Tage durchstolziert und ist rausgekommen aus der Labor, hat gesagt, nee, ist ganz unwahrscheinlich, dass das Virus von hier kommt. Das ist ein bisschen so, wie wenn man einen Bankräuber zum Chefermittler macht von genau diesem Überfall, ne? So, Ja, das. also, und der Daschak, also, da gibt es, na gut, wir wollen vielleicht nicht alles haben, aber da gab es viele nette Details. Also, der Daschak hat daran geforscht und dann selber sich aus Persilschein ausgestellt, dass der Virus kommt nicht aus dem Labor. Aber er hat genau daran geforscht. Mit Geld der US-Regierung. So Personal braucht man, um im Hintergrund die Fäden zu ziehen. Leute, wo du genau weißt, dass die das liefern. Und da gibt es noch eine interessante Dame, das ist auch die letzte auf unserer Liste, die wir hier so mal zeigen wollen. Mrs. Cameron, Elizabeth. Elizabeth Cameron heißt die gute Dame. Die schauen auch alle so nett aus, weißt du, so ganz unscheinbar. Denkst du dir irgendwie Wissenschaftler, Ärzte, Doktoren, mein Gott, was können die falsch machen? Die haben doch nur ihre Karriere gemacht. Aber siehe da, auch diese Dame ist wohl mehr als gut vernetzt, oder? Ja, also wie gesagt, das ist gerade zu dem Thema Ärzte, das habe ich in dem Buch auch rausgearbeitet. Es gibt ja tatsächlich Forschungsprogramme, wo Gates, Wellcome und so weiter wirklich richtig Forschung unterstützen. Da zahlen sie Geld an die Uni, damit die forscht. Da sitzen dann echte Forscher. All diese Leute, die jetzt als Regierungsberater, als Experten unserer Regierung erzählen, was sie machen sollen, die haben seit Jahrzehnten kein Labor mehr von ihnen gesehen. Das sind Lobbyisten. Ja? Also die richtigen Forscher, die Geld für Forschung bekommen, die werden nicht Regierungsberater. Und Cameron ist dafür auch so ein Beispiel, ne? Also die haben alle Doktortitel und sind alle, werden irgendwo hingesetzt, kriegen ihr Geld aber von anderen NGOs eingepustet. Und die richtigen Experten, die wirklich forschen und Experten sind, die werden nicht Regierungsberater. Ich will das vielleicht mal am anderen Beispiel zeigen. Also wir machen jetzt mal ein kleines Spielchen, zusammen mit den, da können wir das mal zeigen. Und da kannst du dir immer mal Stopp sagen. Also wie gesagt, für die Leser, wenn ihr das Buch gelesen habt, wenn ihr das Video jetzt erst seht, was ich später, nachdem ihr das Buch gelesen habt, werdet ihr das Aha-Erlebnis auch haben. Das gab Anfang 21, also in dem Buch sagen wir, die hängen alle zusammen. Und Anfang 21 gab es eine Konferenz bei einem Verein, der in Deutschland ziemlich unbekannt ist, aber in Amerika viel Macht hat. Das ist dieses Schmidt Futures. Und die haben Anfang 21 eine Konferenz gemacht, Anfang 2021, über die Frage, wie geht es denn jetzt weiter mit Covid? Und da haben wir hier die Speakers, also die sich da getroffen und unterhalten haben. Und jetzt gehen wir, Robert, guckst mir drauf und dann gucken wir mal durch, wie man alles kennt aus dem Buch. Fauci ist klar, kennen wir. Chef der WHO kennen wir auch. Kennst du den? Ja. Den Namen können wir mal nicht aussprechen, aber kennst du den? Kengasong, John Kengasong, der ist auch aufgetaucht, ja, den Namen. Ja, Der der ist über mehrere Kanäle finanziert worden vorher von den NGOs und ist pünktlich zur Pandemie Chef von US-Behörden geworden. Bei der WHO sitzt er in Gremien und er ist Chef von USAID und so. Also genau da, der hat vorher Geld bekommen für die Ausarbeitung von Covid-Richtlinien und darf sie jetzt selber umsetzen. Hat also die Posten bekommen, als die Pandemie kam. Wen haben wir denn noch hier so? Durgen, kennst du Durgen?
Das ist eine ganz heiße Frau, die hat nämlich, die war früher Chefin der DARPA. DARPA ist eine Behörde vom Pentagon, die Science-Fiction-Waffen ausarbeitet. Also alles, was theoretisch vielleicht machbar ist, aber technisch im Augenblick Science-Fiction, die forschen daran, finanziert die DARPA für das Pentagon. Und Frau Dugin Regina war früher Chefin davon. Und unter ihrer Regie hat die DARPA 2012 angefangen, die Forschung von mRNA-Impfstoffen zu fördern. Sitzt heute übrigens beim Wellcome Trust. Das ist wieder einer von unseren Organisatoren. Wen haben wir hier? Hepburn, auch DARPA. Der kam 13 zur DARPA und wurde direkt, der war vorher Biowaffenforscher, ich glaube für die CIA oder so, fürs Pentagon in Biolaboren, ist dann 13 zur DARPA gekommen und hat auch direkt dann sofort dafür gesorgt, dass Moderna und Pfizer Geld für die mRNA-Forschung bekommen. Und das ist auch der jetzt, der schon Chips vorstellt, die du einpflanzen kannst zur Blutanalyse und damit du gleich weißt, wann du und so weiter. Farah, kennst du den? Alles gelesen, die Namen, ja. Ja, Farah ist der Chef vom Wellcome Trust. Eine ganz wichtige Schlüsselfigur. Wen haben wir denn noch so alles hier? Den Zelikow, kennst du von den woanders. kennt, das ist 9-11, ja. Der 9-11 Commission hat der ja seinen Senf dazugegeben. Ganz andere Baustelle. Ja, der erzählt jetzt auch, was bei Covid abläuft. Auch so ein Typ. Wird im Buch nicht so viel erwähnt, ist aber auch lustig. Der zieht auch einige Fäden und zwar über die transatlantischen Thinktanks. Die Frau kennen wir jetzt alle schon. Sitzt immer mit dabei, wenn die Entscheidungen getroffen werden. Margaret Hamburg. Wen haben wir noch? Wen haben wir noch hier? Hier. Die kenne ich von woanders. Das ist eine Transatlantikerin. First Draft. Die ist eine der Finanziers Unterstützer von Bellingcat. Kommt auch in der Reportage über Bellingcat, wird die ganz ausführlich zitiert, wie toll Bellingcat ist und so. Sitzt da auch mit in der Covid-Scheiße. Die kennen wir auch. Rebecca Katz, eine einflussreiche Frau, Wissenschaftlerin, wurde fröhlich mit viel Geld zugeschmissen von den NGOs. Und schreibt viel für die Covid-Programme und ist dann auch gleich Regierungsberater geworden, als Covid kam. Offiziell ist sie, wie gesagt, bei irgendeiner Uni, aber ihre Forschung wird bezahlt von unseren NGOs. Da kriegt sie das Geld her. Barbara Bush, ne, Tochter von Bush Junior, darf auch mitspielen. Ja, aber wie gesagt, das ist, ne, die wichtigsten Leute, die treffen sich auch zu Konferenzen, setzen sich zusammen offiziell unter der Überschrift, wie geht es mit Covid weiter? Ist ja nicht so, dass ich mir das ausdenke. Also das ist in Kurzform die Quintessenz aus diesem Buch. Viele, viele Monate Recherche. Eigentlich, wenn man es in Lebensdauer von Menschen umrechnet, tausende Stunden Recherchearbeit, die euch der Computer natürlich in dem Fall abgenommen hat. Hinzu kommt euer beide analytisches Geschick, das Ganze so in eine Form zu gießen. Was sich natürlich daraus, was sich anschließt an diese ganze Erkenntnis ist, warum haben Sie es gemacht? Was seht ihr als primäres Ziel dieser ganzen weltweiten Transformation, die jetzt eingeleitet wird? Welche Rolle hat Klaus Schwab in diesem Sinn? Das ist noch eine Nebenfrage bei dieser einen Frage dazu. Und natürlich dann die Masterfrage, wo führt das Ganze jetzt hin? Weil ich denke mal nicht, dass die jetzt im Januar 22 aufhören mit dieser ganzen Nummer, sondern wenn die das schon seit so vielen Jahren und Jahrzehnten geplant haben, dann gibt es ja auch ein längerfristiges Ziel, worauf diese Mächte da alle hinarbeiten. Was ist denn eure Conclusio? Ja, das erste und offensichtlichste Ziel ist Geld verdienen mit mRNA-Impfstoffen. Ja, wir dürfen nicht vergessen, mRNA-Technologie gibt es seit 1990, wurde aber nie zur Anwendung bei Menschen zugelassen, weil die furchtbar problematisch ist. Jetzt plötzlich, und wieder Frau Hamburg, ne? Also Frau Hamburg hat im Oktober 19, während die anderen Events 201 gespielt haben, hat Frau Hamburg im Milken-Institut auf einer Podiumsdiskussion gesessen, zusammen mit Fauci und anderen. Und hat, das war vor der Pandemie, und hat gefordert, das System der Arzneimittelzulassung zu sprengen, to blow the system, um eine Hyperproduktion von mRNA-Impfstoffen zu ermöglichen. Ja, das war Margaret Hamburg und die sitzt jetzt da überall drin und spielt mit. Und Fauci saß daneben, hat gelacht, fand die Idee toll. Also, das haben die alles vorher erzählt. Sie machen es jetzt dann. Sie haben das System gesprengt. Sie haben die mRNA-Impfstoffe nicht auf den regulären Weg zugelassen. Den Impfstoff zulassen dauert 5 Jahre, sondern über Notfallzulassung. Sie haben das System gesprengt.
Und was machen sie jetzt? Eine Hyperproduktion von Impfstoffen. Das haben die im Oktober 19 laut gesagt. Die gleichen Leute, die jetzt den Regierungen die Entscheidung einflüstern, genau das zu tun. Also das heißt, das ist auf jeden Fall mal ein Grund. Wir können, also wir sehen, das ist das Offensichtliche. Es geht um Geld, es geht um mRNA-Technologie. So, was jetzt dahinter steckt, da kann man einige Programme übereinander nehmen. Wie gesagt, ich habe ja erzählt, wir haben da einige Stiftungen, Global Fund, One und so weiter gehabt, die wir zuerst dachten, die spielen mit, die tun es nicht, die haben andere Ziele. Und bei diesen Zielen geht es letztendlich um auch die Kernfrage von Klaus Schwab. Klaus Schwab möchte ja gerne das schöne Wort Stakeholders, die sollen mehr Macht haben, also sprich die Konzerne. Es geht darum, dass die Konzerne die Macht übernehmen sollen. Es geht um öffentlich-private Partnerschaften, das hören wir immer wieder. Das bedeutet genau das, was die NGOs machen. Die NGO, die Stiftung hat eine Idee und macht ein Programm und setzt es um, aber das Geld zahlen die Staaten. Das ist öffentlich-private Partnerschaft. Und das sind deren Ziele. Also sprich, die Steuergelder anziehen, in ihre Tasche ziehen. Und die Argumentation ist immer, dass eine Privatfirma das Ganze viel besser managen kann, weil die besser im Business sind. Politiker, Staaten sind viel zu träge, wie so ein Tanker. Da braucht es eben und schnell. Ineffektiv und genau, bla genau. Und deswegen PPP, Public-Private Partnership, als globales Modell ist deren ja, das Vision. Könnt ihr euch schon mal auf jeden Fall als Überschrift hinnehmen. Da geht's hin. Und man muss eben wissen, was es ist. Es bedeutet nichts anderes, als dass der Steuerzahler, die Menschen, die Staaten bezahlen und die Privaten kriegen die Kohle und überlegen sich, wohin damit. Die Konzerne. Also, Umverteilung von vielen auf die paar wenigen. Richtig. Das ist immer das öffentlich-private Partnerschaft, Private-Public Partnership ist immer dieses Prinzip. Immer. Wir haben in dem Buch Beispiele, bis es knallt. Hast du ja gesehen. Der Schwab setzt das ganz konkret ein. Der Schwab schreibt ja in seinem Buch Vierte industrielle Revolution sogar von einer öffentlich-privaten UNO. Also das heißt, er möchte, dass die Konzerne die UNO übernehmen. Gleich, ne? Also die Staaten sollen entmachtet werden. Das ist das, was sie wollen. Und Schwab hat 2019 den Vertrag mit der UNO unterschrieben. Das Kooperationsabkommen mit der UNO von Schwab läuft. Also der setzt das auch um. Der hat Vierte industrielle Revolution 2015 geschrieben und 2019 haben sie den Vertrag unterschrieben. Das läuft. Und wenn man das zusammennimmt, dann muss man feststellen, es geht natürlich nicht um Demokratie. Wenn du die Staaten abschaffst oder die Macht der Staaten beschränkst und den Konzernen die Macht gibst, dann hat ein demokratisch gewähltes Parlament keine Macht mehr. Also der aufgeklärte Bürger, vor allem unsere Tacheles-Zuschauer, die wissen natürlich seit viel langer Zeit schon, dass die Demokratie sowieso nur ein Feigenblatt ist, eigentlich nur eine Schauspielveranstaltung für das Volk. Aber jetzt wird es ja dann noch offensichtlicher, wenn diese Pläne weiter voranbringen wollen, dass man also sogar noch dieses Feigenblatt wegreißt und sagt so, wir regieren euch jetzt. Wir als Großkonzerne sagen euch, wo es lang geht und ihr habt euch gefälligst danach zu richten auch. Ja, nur sie benutzen andere Worte. Sie sagen dann, das sind ja Stakeholders, die mehr. Ne? Klingt toll, ist das gleiche Wort, ist das gleiche in Grün, Konzerne. Aber sie packen es in schöne Worte und verkaufen uns, dass es toll ist. Also es ist ja nicht so, dass ich mir das ausdenke. Das ist alles wahr. Sie erzählen es nur positiv, ich erzähle es negativ. Ja, okay. So, und dann kann man weitergucken, was sie da vorhaben. Also, Stichwort SDG. Ja, SDG, das ist ein sehr weites Thema. Das muss man wirklich im Buch gelesen haben. Also SDG ist ein UNO-Thema, was eben auch von Schwab, Gates und so weiter eben wirklich mit Milliarden, dafür gibt es den Global Fund und so weiter. Es heißt Sustainable Development Goals, nachhaltige Entwicklungsziele ist das Wort für SDG. Ja, SDG. Und jeder, der davon gehört hat, ich habe mit einer Frau gesprochen, die sehr im kritischen Bereich unterwegs ist und die hat Umwelttechnologie studiert. Also die waschen den Studenten schon an der Uni so den Kopf, die hat das noch gedacht, dass es was Gutes. Obwohl sie studiert hat. Aber wenn du reinguckst, was hinter den SDGs steckt, das sind jetzt 17 Ziele, mit 10 Unterzielen, dann kannst du die Programme angucken. Das sind wieder nur schöne Worte, mit denen aber nicht schöne Sachen umgesetzt werden sollen. Ja, also wie gesagt, wir können erinnern an Beispiel dafür, das erzähle ich gerne. Vor irgendwie 10 Jahren hat Gates und übrigens auch zusammen mit Rockefeller zusammen, haben sie die grüne Revolution für Afrika ausgerufen. Ziel war es, afrikanische Bauern sollen wohlhabender werden, mehr Geld verdienen, höhere Ernteerträge, Bekämpfung des Hungers. Klingt super, kann keiner dagegen sein. In der Umsetzung hieß es, sie haben ein bisschen Geld gegeben, den Großteil, auch wieder weiß ich, Milliarden, haben sie von den westlichen Staaten eingesammelt. Und dann haben sie Folgendes gemacht. Sie haben den afrikanischen Bauern verbieten lassen,
mit, wie früher mit Saatgut zu handeln, also sprich, ne, aus, ernten, Teil wegnehmen, austauschen, aussehen, wieder ernten. Die Kette haben sie unterbrochen und haben den afrikanischen Bauern stattdessen Hybrid-Saatgut von Monsanto untergeschoben. Das musst du jedes Jahr neu kaufen. Und sie waren zufälligerweise an Monsanto hintenrum beteiligt. So, im Ergebnis haben sie Geld verdient, also die westlichen Staaten haben es bezahlt, sie haben Geld verdient, die Ernteerträge sind nicht gewachsen, die Bauern sind verarmt, weil sie jetzt plötzlich Geld bezahlen mussten für Saatgut, das sie vorher umsonst hatten. Aber ne, der gute Titel. Und so ist es mit den SDGs. Die haben ganz tolle Titel, das klingt alles ganz toll, kann keiner was dagegen haben, aber wenn du dann die Unterpunkte oder die Umsetzung reingehst, dann siehst du, was sie wirklich machen. Und was dabei rauskommt, dass die Leute eher verarmen und verhungern, anstatt dass man ihnen genau das genommen hat eigentlich. Ja, es geht auch offen um die Abschaffung der Demokratie. Es geht offen darum, dass die Menschen besser vernetzt werden sollen über KI und dass man dann letztendlich auch das Wählen eigentlich sein lassen müsste, weil dadurch, dass wir so transparent sind und von KI, weiß man ja sowieso, was wir wollen, dann kann man das auch umsetzen, ohne uns zu fragen. Wir wissen es ja über die KI. Also so weit geht das. Aber wird Also, in schöne Worte gekleidet. Nach dem Motto, ne, das ist dann plötzlich mehr Basisdemokratie oder so, weil plötzlich die Leute ja, ne, falsch, es wird keiner mehr gefragt. Ein Computerprogramm wertet aus, was du wohl wollen könntest. Und das wird dann umgesetzt. Und dann ist ja die Frage, wird das Computerprogramm geschrieben? Und da kommen wir dann wieder bei Gates an, mit Microsoft. Also es ist gruselig. Ja. Ist gruselig, aber wir sind auch im Überlegen, ob wir darüber nächstes, also 2022 vielleicht nach einer gewissen Pause auch ein eigenes Buch machen nochmal. Weil das ist wirklich das anzureißen. Ich habe es im Buch mit einem Kapitel abgehandelt, wo ich ein paar Beispiele gebracht habe, was es bedeutet. Aber allein die Bundesregierung hat ein Programm zur Umsetzung der SDGs veröffentlicht, an dem sie arbeitet, und das hat irgendwie 260 Seiten. Ja, also das dann in einem Buch zu erklären, wird auch ein enormes Werk, und darum sind wir bisher überlegen, wie und ob wir das machen. Aber du siehst daran, dass schon die Bundesregierung mit ihrem Leitfaden, wie man da so die SDGs umsetzen könnte, wo sie sich ganz neu verpflichtet hat, das hat 250 Seiten. Also es ist jetzt, wie gesagt, ne, wenn du bei Wikipedia eingibst, nachhaltige Entwicklungsziele, dann siehst du Wikipedia-Artikel mit 17 Thesen, die findest du alle toll. Aber wenn du reinguckst, dann ist es etwas komplizierter. Thomas, wir haben jetzt in unserem Gespräch einen ziemlich guten Überblick zusammengekriegt über dein Buch, und zwar besser wie beim ersten Mal, da bin ich jetzt echt froh drüber. Aber an wen richtet sich denn dein Buch hauptsächlich? Für wen ist das interessant und was kann man mit diesen Informationen dann für Schlüsse ziehen? Das wird jeder natürlich für sich selber haben, weil jeder hat einen anderen Schwerpunkt und jeder hat auch einen anderen Fokus in diesem Buch, aber wer sollte das lesen? Sagst du es mir, du hast es auch gelesen. Sicher, also im Grunde jeder Interessierte an der Geschichte. Ich denke, und das musst du jetzt sagen, ob mir das gelungen ist, aber ich denke, ich habe das Ganze so aufgezogen, dass auch jemand völlig ohne Vorkenntnisse verstehen kann, was da läuft. Wir haben das, was wir behaupten, mit 500 Quellen belegt. Kann also Originalquellen. jeder nachgucken. Und letztendlich, also ich meine, klar, die kritischen Seelen werden es sowieso sehen, und ich denke, man kann es auch jemandem geben, der bisher im Mainstream sitzt. Wenn es jemand ist, der offen ist und bereit ist, was zu lesen. Weil danach kann er ja zeigen, wo liege ich falsch. Also Mr. X und ich haben inzwischen auch so einen Standardsatz. Wir warten darauf, dass uns jemand widerlegt. Weil das, was wir rausgefunden haben, war eklig. Also, ne, wie gesagt, wir kennen das ja aus unseren internen Jobs, Chats von Nuviso, wo ich seit Anfang Oktober Sachen gesagt habe, die euch nicht gefallen haben, und gesagt, könnte nicht sein, nach dem Motto Impfpflicht oder sowas. Und ich dann gesagt, nee, entspannt euch, kommt, ist durch. Wir wussten aus unserer Recherche schon Anfang Oktober, eine Impfpflicht kommt garantiert. In irgendeiner Form. Ob jetzt du darfst nicht mehr arbeiten ohne Impfung, oder du darfst nicht mehr vor die Tür ohne Impfung, oder sogar mit Bußgeld, weil du dich nicht impfen lässt. Völlig egal. Oder wie Es in geht darum. Österreich nicht mehr einkaufen ohne grünen Pass. Ja, Das und ist in die neueste Italien darfst du nicht mal Entwicklung. arbeiten ohne grünen Pass. So. Sie kommt in irgendeiner Form. Und der Punkt ist einfach der, sie wollen, und das haben wir auch damals schon im Oktober in den Chat, habe ich das in unserem gemeinsamen Chat geschrieben, sie werden die Boosterzeiten verkürzen. Auf 2 bis 3 Monate. Sie wollen, aus welchem Grund auch immer, die Menschen daran gewöhnen, ständig Medikamente zu nehmen. Ob es jetzt die Spritze ist oder ob sie später eine Pille verteilen, was weiß ich. Aus irgendwelchem Grund, darum geht's. Und das war uns Anfang Oktober klar, weil wenn wir die gesamten Ziele sehen, wo es hingehen soll, dann wissen wir, okay, also sie brauchen gewisse Dinge, die sie umsetzen müssen, damit das läuft. Ich weiß nicht, wann es passiert.
Wir haben gedacht, es kommt später, dass die Impfpflicht so schnell kommen wird, haben wir uns gar nicht wirklich überlegt. Aber wir wissen nur, es geht in eine bestimmte Richtung. Wir können nicht sagen, was, wann genau, aber wir können die grobe Richtung sagen. Das ist wie wenn du die Chronologie anguckst vor der Pandemie. Wer da wirklich richtig misstrauisch war, konnte sagen, da ist was im Busch. Aber er konnte nicht sagen, was genau und wann. Das merkst du erst hinterher, wenn es passiert ist. An diesem Punkt gehen unsere Schlussfolgerungen etwas auseinander. Ich bin der Meinung, dass nichts auf dieser Welt alles schon in Stein gemeißelt ist. Aber es sieht momentan wirklich so aus, wie wenn die den Sack zuziehen wollen. Ich finde das Buch von dir und auch von vielen anderen guten Rechercheuren, all diese Informationen sind wichtig für eine aufgeklärte Öffentlichkeit, für ein fundiertes Wissen über Hintergründe und Auswirkungen von diesen Umbrüchen. Thomas, ich sage an dieser Stelle vielen Dank. Ich würde es damit belassen für heute. Wer weitere Einblicke möchte, wer sich das antun möchte und auch irgendwie antun muss, das empfehle ich dann lege ich sehr ans Herz. Das Buch heißt Inside Corona, die Pandemie, das Netzwerk und die Hintermänner. Und wer sich für die wahren Ziele hinter Covid-19 interessiert, der ist da wirklich gut aufgehoben. Ich sage... Du kannst dir vielleicht aus deiner Sicht, bevor wir das Schlusswort für heute unsere Sendung beenden, du kannst dir nochmal vielleicht so in drei Worten aus deiner Sicht, also das war auch für mich interessant, ich bin dir auch privat deswegen auf die Nerven gegangen. Bisher hat das Buch, wie gesagt, nur gelesen, ein paar Leute im Verlag und du bist der Erste außerhalb des Verlages. Also vielleicht, du kannst ja mal von dir selbst einen kleinen Eindruck geben, wie du es empfunden hast, weil das ist, die ersten Leser sind für mich immer spannend und wahrscheinlich ist es auch für die, die jetzt draußen sitzen und das Buch jetzt gerade bestellt haben und darauf warten, dass es kommt, auch durchaus mal interessant, so ein Feedback zu hören von jemandem, der es eben selbst als erstes mal gelesen hat. Ich bin da aber kein repräsentativer Leser, weil ich eine dreijährige Thomas-Röber-Lehrzeit hinter mir habe. Ich bin von dir so oft gebrieft worden und in unseren Gesprächen, auch jenseits der Kamera, haben wir uns ja oft ausgetauscht. Der große Schock ist bei mir ausgeblieben, weil ich das alles mehr oder weniger schon antizipiert habe. Wenn man das aber alles kompakt liest und ich habe das Ganze in ungefähr ich habe mir 3 Tage dazu gegeben, jeden Tag so 120 Seiten. Das waren dann so ein paar Stunden mit Nachblättern immer wieder und sacken lassen. Das kann man relativ gut lesen. Du schreibst nicht zu verkopft, nicht so ellenlange Sätze mit 1000 Nebensätzen, sondern zack, 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 zack. Und da kann man das alles schön einfacher aufnehmen. Aber es bleibt natürlich ein Brett. Und dessen muss man sich klar sein, wenn man das dann auch in der Fülle der Details so aufnimmt, dann muss man es erstmal schlucken und danach sollte man erstmal wandern gehen. Vielleicht den Geist ein bisschen schweifen lassen auf einem Berg, in die Weite schauen und das Ganze irgendwie für sich und sein eigenes Weltbild integrieren. Wegschauen ist keine Alternative. Und wie gesagt, was sich daraus entwickelt, das liegt in der nahen Zukunft. Das können wir jetzt nicht letztendlich bestimmen, aber ich danke dir und vor allem auch dem Mr. X, der auch für immer anonym bleiben möchte, den Gruß von mir und vielleicht auch von allen Lesern, die es irgendwann lesen werden. Danke, dass er dich kontaktiert hat, sagst ihm bitte. Und auch danke, dass ihr euch diese endlose Kleinarbeit und Mühe gemacht habt, um uns dieses unendliche Flechtwerk ein bisschen besser zu präsentieren. Also vielen Dank an euch beide da. Ja, danke. In diesem Sinne. Liebe Zuschauer, hier möchte ich es Ihnen nochmal im Bild präsentieren. Ist ab jetzt im Handel verfügbar, im J.K. Fischer Verlag. Und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn Sie wieder bei uns dabei sind. Und danke für die Aufmerksamkeit. Bis bald.